Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe eine Happy Mail von meiner Cincy-Beraterin Nicole bekommen und ich habe gedacht, wir machen es mal zusammen auf. Vorab schon mal sorry, falls ihr wieder die Kinder hört, die sind draußen am Rumschreien. Lasst euch dadurch nicht irritieren und wir gucken mal. Also, sie schreibt, Buh, du Cincy-Verrückte, du weißt ja, dass ich Halloween total mag, daher ist die Oktoberbox im Halloween-Stil. In dieser Box möchte ich dir die Kollektion Düfte der Saison vorstellen. Das sind vier wunderschöne Winter-Weihnachtsdüfte. Einige Düfte kannte ich schon, entsprechend begeistert bin ich. Des Weiteren habe ich dir unseren Reisetwist eingepackt. Informationsblatt liegt an bei der Duft des Monats November, Sweet Orange and Evergreen. Festlich frische geschnittene Tannenbäume mit süßen Orangen und warmer Zedernholz laden sie zu einer Winternacht der Extraklasse ein. Schaurige Grüße wünscht dir Nicole. Guck mal, wie schön das aussieht. Also sie verpackt das immer total liebevoll und sie bastelt halt auch selber. Und ja, mega, ne? Happy Halloween. Hier steht ja auch nochmal, wünscht dir Nicole. Also richtig schön gemacht. Da gibt sie sich immer riesen Mühe. Und hier sieht das so aus. Ist mal viel zu schade, um es aufzumachen, wie ich finde. Süß mit den Stickern und oh nein, schaut mal, wie schön. Nochmal gebastelt und süßes, glaube ich. Wir gucken mal, was sie reingepackt hat. Also einmal haben wir hier auf jeden Fall Süßes. Reese's haben wir hier und so Bonbons und Mentos. Dann haben wir hier, das ist der Duft des Monats November. Können wir direkt nochmal dran riechen. Also Sweet Orange und Evergreen. Festliche, frische, geschnittene Tannenbäume mit süßen Orangen und warmen Zedernholz. Sie hier in so einem Schmetterling gegossen. Oh ja, das finde ich aber, der riecht aber gut. Ich sehe gerade, hier ist noch so, seht ihr das Konfetti drin im Halloween-Stil? Sehr süß. Also der Duft, huch, des Monats gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Da freue ich mich auf jeden Fall, den testen zu können. Dann haben wir hier, hier hat sie selber gebastelt, Halloween-Grüße. Also ich finde das immer so hübsch, wie sie das macht. Das werde ich mir auf jeden Fall auch aufbewahren hier. Und hier ist wahrscheinlich der Reisetwister drin. Also verrückt, sie packt halt immer irgendwas dabei. Ich freue mich immer sehr. Clean Breeze, den hatte ich noch nicht. Den habe ich einer Freundin geschenkt. Die Reisetwister sehen so aus. Die habe ich euch auch gar nicht gezeigt. So sehen die aus. Die könnt ihr zum Beispiel in die Handtasche machen. Und dann könnt ihr die hier so drehen. Und dann könnt ihr den Duft entsprechend variieren, so wie ihr das gerne hättet. Sehr cool. Freue ich mich. Bei dem Reisetwister, den ich hatte, oder den ich noch habe, Vanilla Bean Buttercream, der riecht nicht mehr wirklich doll. Und deswegen passt das sehr gut. Ich sehe, hier ist noch mehr selber gebastelt. Ich halte das wahrscheinlich auch falsch rum. Geht das so rum? Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt alle, siehst du das nicht, siehst du das nicht? Ist das so richtig rum? Ich weiß es nicht. Ich zoome euch mal raus. Das war so da drin. Ja, ich habe wahrscheinlich einfach gerade keine Fantasie, aber es ist zumindest etwas Selbstgebasteltes. Zoome euch mal wieder rein. So, dann haben wir hier die Erklärung vom Reisetwister. Mit unserem neuen Reisetwister machen Sie Düfte zu Ihrem Reisebegleiter. Drehen Sie einfach den Deckel auf, um etwas oder viel Duft zu erleben. Perfekt für Reisen oder kleine Räume wie Kleiderschränke, Schubladen, Sporttaschen, Windeltaschen, Reisetaschen und überall dort, wo Sie einen Duft für unterwegs brauchen. Kein Verschütten, kein Ärger, hält bis zu 30 Tage in verschiedenen Düften erhältlich. Jetzt sieht das nochmal erklärt. Und hier seht ihr dieses Konfetti, was ich gerade meinte.
bewahre ich ja immer auf. So, und hier haben wir die Düfte der Saison. Die sind einzeln bestellbar für je 8,50 oder als Kombi für 28 Euro, 6 Euro gespart. Ab den 17.10. um ca. 20 Uhr. Heute ist der 18. übrigens. Noch Konfetti. Dann schauen wir uns die mal an. Gerade erstmal mit den ganzen Konfetti hier schauen. Und hier haben wir die Düfte. Oh, hier riecht irgendwas nach Zimt. Also, ich kenne davon, glaube ich, auch schon welche. Redberry and Sprouse. Wenn mich das nicht alles täuscht, gab es den letztes Jahr auch mal. Dann Happy Holidays. Blue Christmas. Ah, das ist das bestimmt, was hier so riecht. Und Gingerbread Hugs. Den mag ich persönlich nicht. Ich mag den Lebkuchenduft nicht. Aber das ist Geschmackssache. Ja, das ist der hier. Orangenschale, Nelken, Tannennadeln und Zimtstangen. Das riecht man sofort, dass der nach Zimt riecht. Ich schaue das mal hier rein. Und die gießt sie halt immer. Hier ist es in so einer Sternform. Und ihr seht, ich zeige euch das jetzt mal. Das sind halt auch keine kleinen, super kleinen Proben, die sie halt gießt. Ne? Also, so riecht Gingerbread Hugs gut. Ich mag ihn so einfach dran riechen, aber als warm, nee, ist nicht meins. War es letztes Jahr? War es letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war es das. Da hatte ich den oder vorletztes Jahr. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich fand den ganz furchtbar. War gar nicht meins. Happy Holidays. Festlich goldene Birne vermischt sich mit Nelke und Festtagskiefer, um Freude in die Jahreszeit zu bringen. Ja, riecht jetzt nicht schlecht. Muss man da mal warm düfteln. Und Red Berry Sprouse. Also wenn mich nicht täuscht, dann habe ich den letztes Jahr gehabt. Sogar als richtiges Bar. Fröhliche Mischung aus Preiselbeer und Himbeer, verwirbelt mit einem Zweig der Blaufichte. Hier seht ihr, das so ist mit dieser Sensi-Form gegossen. Ja. Den hatte ich, meine ich, letztes Jahr schon. Also ich meine, an den Duft erinnere ich mich. Ja, sehr, sehr cool. Also wieder richtig schöne Sachen, die die Nicole da zusammengestellt hat. Ich bin jedes Mal wirklich begeistert über diese Happy Mail, die sie immer macht. Ist natürlich für ja, kaufende Kunden, also keine Kunden, die halt nichts kaufen, aber da verschickt sie das immer. Und also ich bin wahnsinnig froh, einfach zu Nicole als Beraterin gewechselt zu haben, weil... Ja, von ihr bekommt man halt alle Informationen, die man haben möchte. Also das ist jetzt so, sie ja, sie macht ja YouTube-Videos und sie ja, zeigt euch dann halt entsprechend, was es Neues geben wird, welche Infos es gibt, zeigt euch die Produkte, zeigt ihre Aufgebraucht-Videos, zeigt ihre Holz, was sie eingekauft hat. Und ja, man bekommt einfach Informationen von ihr. Ihr seht, man bekommt Duftproben von ihr, damit man halt einfach daran düfteln, also dran riechen kann, die warm düfteln kann, um zu gucken, ob das jetzt ein Duft ist, die einem gefallen oder halt eben nicht. Und ja, ich bereue es auf jeden Fall keinesfalls, zu Nicole als Beraterin gewechselt zu haben und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ihre Kundin sein darf. Und ja, wenn ihr mal Sensi ausprobieren wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da packe ich euch den Link von Nicoles Shop rein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja da einfach mal ein bisschen shoppen. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Wenn ihr zum ersten Mal hier ein Sensi-Video schaut, schaut gerne mal in der Playlist vorbei bei Sensi. Da habe ich euch einiges hochgeladen mit meinen Clubbestellungen, mit meinen Aufgebraucht-Videos, mit sonstigen Bestellungen, die ich von Sensi getätigt habe. Also wer Lust und Laune hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben! Ba 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 ba